Hallo ihr Lieben, endlich melde ich mich wieder nach, ich glaube, 3 oder sogar fast 4 Wochen. Ja, ich war ja in den USA, meine Cousine hat geheiratet und wir haben auch so viel erlebt da. Und ja, da hatte ich natürlich leider keine Zeit, um Videos zu machen. Vorher hatte ich leider auch nicht so die Zeit, um großartig was vorzubereiten und das hochzuladen. Deswegen gibt es erst jetzt wieder ein Update, beziehungsweise ein neues Video. Beziehungsweise heute ist es ein Update, das Video. Und zwar ist der Juni ja jetzt so gut wie rum. Und ja, ich habe mir noch ein paar Mangas diese Woche gekauft, als ich wieder gekommen bin. Einen habe ich jetzt noch bestellt, aber der kommt wahrscheinlich nicht mehr in diesem Monat an, sondern erst nächste Woche, also im nächsten Monat. Deswegen wird er dann auch im nächsten Monat erst gezeigt. Und ja, ohne weiter groß drumherum zu reden, fangen wir auch direkt an mit dem Monatsupdate für den Juli, und zwar mit Kasee. Das sind 2 Mangas, die ich da neu habe, und zwar einmal Aikos Geheimnis Band 14 von Kaori. Und ja, wie immer ein schöner Band. Ich glaube, 1 oder 2 Bände folgen noch, dann ist es vorbei. Irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gelesen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte irgendwie sowas gelesen. Auf jeden Fall, wie immer, ein super Manga, eine super Reihe, und ich liebe diesen Manga einfach so sehr. Und er ist lustig, er ist süß, er ist alles, was ein guter Shoujo sein sollte. Und von Kasee als letztes, Magi, The Labyrinth of Magic, Band 16 von Shinobu Otaka. Das ist der hier. Wie immer, spannend. Wie gesagt, ich finde ihn ja mittlerweile echt spannend, kann ich mir immer wiederholen. Ja, neue Charaktere kommen ja immer wieder hinzu, interessante Charaktere auch vor allem, und es hört nicht auf, spannend zu werden, und man weiß nicht, was einen noch erwarten wird auf dieser Reise von Magi und seinen Freunden. Also, gut. Dann machen wir mit Egmont weiter. Und zwar habe ich da einmal Kami Kami Kaeshi von Ima Toyama, Band 4. Ja, ja, war ganz in Ordnung. Ist jetzt keine meiner Lieblingsreihen, ist jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Es ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ist ein guter Ansatz eigentlich, die Zeichnungen sind auch süß und so, aber irgendwie haut mich die Story nicht so vom Hocker. Die ist nicht so, dass ich sage, oh wow, super süß, oder oh wow, super spannend, oder ja, ich weiß auch nicht. Oder oh wow, was eine tolle Liebesgeschichte, das ist einfach irgendwie so, ich weiß auch nicht. Es fesselt mich nicht so. Dann eine Reihe, die abgeschlossen ist. Leider, leider, leider. Und zwar Kokoro Button, Band 12 von Maki Usami. Ja, eine tolle Serie, die zu Ende gegangen ist jetzt. Und ja, ich mag den Manga einfach sehr. Ich mag den Zeichenstil. Und ich mag auch das Ende. Also der Manga war wirklich gut. Und ja, ich habe mich gefreut. Dann Beast Boyfriend, Band 2 von Saki Aikawa. Das ist der hier. Der ist ganz schön dick, finde ich. Der fühlt sich zumindest dicker an als die anderen und sieht auch im Vergleich zu den anderen ein klein bisschen dicker aus. Ups. Ja, der ist ein klein bisschen dicker. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Band. Spannend, lustig, süß, traurig und alles in einem natürlich wieder. Und ja, kann ich nur wieder empfehlen. Ist ein toller Manga und ich liebe ihn. Dann Close to Heaven Band 8 von Rin Mikimoto. Das ist der hier. Ja, ein toller Band. Spannend und einfach süß. Und ich weiß nicht, wie es noch weitergeht, aber ich bin sehr gespannt darauf. So, und weiter geht's mit Namina Usagi Tränenhase Band 10 von Aimi Nase. Das ist der hier. Ich glaube, das war auch der Abschlussband, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere. Ja, das ist auch der Abschlussband. Und ja, das war auch auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Band und eine schöne Story. Ich mag den Manga ja wirklich sehr. Also 2 schöne Serien, beziehungsweise 2 schöne Reihen sind jetzt leider zu Ende gegangen. Ja, ich kann sie nur empfehlen, sind beide super toll. Kokoro Button sowie Namida Usagi Tränenhase, und ja, auch ein schönes Ende auf jeden Fall. Und dann habe ich von Carlsen einen Manga neu gekauft. Und zwar habe ich nicht damit gerechnet, dass er irgendwann nochmal in Deutschland erscheint. Und zwar ist das Kitchen Princess Band 1 von Natsumi Ando und Miyuki Kobayashi. Das ist der hier. Ich habe den schon öfters in den USA gesehen, als ich da war in den Buchhandlungen. Und habe immer überlegt, nimmst du den mit? Aber es gab dann teilweise die Mangas nicht mehr. Also manche Bände, oder die waren so teuer, wenn man die dann hier weiterkaufen wollte. Über Amazon oder so. Und dann habe ich gedacht, na, machst du dann doch nicht. Und jetzt kam er wirklich in Deutschland mal raus und ich war echt so, yay, endlich.
Ist natürlich eins ihrer älteren Werke, das sieht man auch am Zeichenstil. Aber ist auf jeden Fall ein schöner, schöner Manga und ich bin froh, dass er jetzt endlich in Deutschland erschienen ist. Und weiter geht's mit Tokyo Pop, mit dem letzten Stapel. Und zwar wieder ein Abschlussband. Und zwar Midnight Devil, Band 5 von Hiraku Miura. Das ist der hier. Ja, ein sehr schöner Band auf jeden Fall. Auch für ein Abschlussband sehr, sehr schön. Ja, ein lustiges Ende hat er auf jeden Fall auch. Nicht so ein 0815, wo man einfach nur einen kleinen Blick in die Zukunft bekommt, sondern wirklich einen richtigen Blick in die Zukunft auch bekommt. Und das ist wirklich ein guter Abschlussband. Dann ein etwas freakiger Manga, und zwar Mein Prinz vom anderen Stern, Band 1 von Mecha Tanaka. Das ist der. Und ja, der ist ein bisschen abgespaced, so wie der Name es auch schon sagt. Und zwar ist unser Protagonist ein Alien, beziehungsweise ein Prinz von einem anderen Planeten. Und ja, es ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte, mit ein bisschen Romantik auch schon im ersten Band. Und ja, hat Potenzial. Dann ein Einzelband, und zwar von Akasa Samamiya. Und zwar Bilder der Liebe, das ist der hier. Der hat ein wunderschönes Artwork, also wirklich ganz, ganz tolle Zeichnungen und auch die Story, ja, dieser Einzelband ist wirklich, wirklich schön. Und es sind keine Kurzgeschichten, sondern es ist eine Geschichte, die diesen Band umfasst und das war auf jeden Fall eine super Geschichte. Und dann ein Abschlussband, dieses Mal ist es der Abschlussband, ja. Liebe Küsse Körper, Band 3 von Kusui Shiba. Da ist er. Und ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Band, ein süßer Abschlussband auch. Und ich kann es nur empfehlen. Ist ein ganz super Manga. Und als letztes 31 Eye Dream von Arina Tanemura, Band 2. Das ist der. Wie immer ein super schönes Artwork und auch so ein toller Manga wieder, ein toller Band. Und ja, Arina Tanemura halt. Ja, und das war es auch schon mit meinem Update. Ja, gerade passend geht auch mein Akku von der Kamera gerade leer. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich gebe mir Mühe, jetzt auch ganz viel Reviews nachzuholen, die ich noch auf der Liste stehen habe. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video.